Hallo zusammen und willkommen. Das Internet ist voll mit nützlichen Tipps, die einem das Leben erleichtern sollen. Doch wusstest du, dass dir eine kleine unscheinbare Münze im Gefrierschrank Auskunft darüber geben kann, ob in deiner Abwesenheit für einen längeren Zeitraum der Strom ausgefallen ist? Wie genau das funktioniert, erklären wir dir im heutigen Video. Viel Spaß! Sicherlich warst du auch schon einmal für einen längeren Zeitraum nicht in deiner Wohnung. Beispielsweise, weil du dir einen entspannten Urlaub in der Karibik gegönnt hast oder weil du für eine Geschäftsreise beruflich verreisen musstest. Vielleicht ist es dir dann auch schon einmal passiert, dass deine Digitaluhr eine völlig andere Uhrzeit angezeigt hat, da innerhalb deiner Abwesenheit der Strom ausgefallen ist. Dass dies der Fall war, wird dir zwar unverkennbar anhand der falschen Uhrzeit angezeigt, jedoch neigen viele Digitaluhren dazu, ihre angezeigte Uhrzeit bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr wieder auf 12 Uhr zu setzen, sodass es leider fast unmöglich ist, herauszufinden, wie lange der Strom ausgefallen ist. Dies ist besonders ärgerlich, da man auch nicht genau weiß, ob das im Gefrierschrank aufbewahrte Essen noch genießbar ist oder ob es doch lieber entsorgt werden sollte. Mit Hilfe eines kleinen Tricks lässt sich genau das jedoch schnell und einfach feststellen. Als in den Vereinigten Staaten von Amerika der Hurricane Matthew wütete, musste eine Frau namens Sheila Pulcano Russell ihr Haus verlassen, da sie aus Sicherheitsgründen evakuiert wurde. Infolge dieses Vorfalls veröffentlichte sie auf Facebook einen simplen, aber genialen Trick, den jeder Mensch, der evakuiert wird, unbedingt kennen sollte. Selbstverständlich kann der besagte Trick aber auch angewendet werden, wenn man seine Wohnung aus einem anderen Grund für eine längere Zeit verlassen muss, etwa weil man eine Reise ins Ausland tätigt. Zur Durchführung des Tricks benötigst du lediglich eine Tasse, eine beliebige Münze und Leitungswasser. Und so funktioniert er. Fülle eine Tasse etwa bis zur Hälfte mit Leitungswasser und stelle diese so lange in einen Gefrierschrank, bis das Wasser darin gefroren ist. Nimm nun die Tasse wieder heraus und lege eine Münze auf die Eisschicht. Danach stellst du die Tasse zurück ins Gefrierfach. Kehrst du nun nach einer längeren Abwesenheit in deine Wohnung zurück, kannst du mit Hilfe der Tasse schnell überprüfen, ob die im Gefrierschrank aufbewahrten Lebensmittel noch genießbar sind. Befindet sich die Münze weiterhin oben auf der Eisschicht, hat es zwischenzeitlich keinen Stromausfall gegeben. Die Lebensmittel sind also noch genauso frisch wie am Tag deiner Abfahrt. Ist die Münze hingegen in die Mitte der Eisschicht gewandert, bedeutet dies, dass der Strom zwischenzeitlich ausgefallen ist und das Eis in der Tasse dementsprechend geschmolzen ist. Tatsächlich entsorgen solltest du deine eingefrorenen Lebensmittel jedoch vor allem dann, wenn sich die Münze auf dem Boden der Tasse befindet. Denn in einem solchen Fall ist der Strom über einen sehr langen Zeitraum ausgefallen und das Eis in der Tasse ist vollständig geschmolzen. Falls du dir aber absolut nicht sicher bist, ob die Lebensmittel noch genießbar sind, da die Münze in der Tasse bereits ein Stück nach unten gewandert ist, solltest du im Idealfall vor allem leicht verderbliche Lebensmittel wie Frischfleisch, Fisch oder Tiefkühlmahlzeiten entsorgen. Eingefrorenes Obst oder Gemüse kannst du hingegen oft noch verzehren. Ein genialer Trick, mit dem man seine Lebensmittel im Zweifel nicht wegwerfen muss, nur weil zwischenzeitlich für wenige Minuten der Strom ausgefallen ist. Schließlich werfen wir alle ohnehin schon genug Lebensmittel weg, die man eigentlich noch bedenkenlos verzehren könnte. Das finden übrigens auch zahlreiche Nutzer auf Facebook. Der von Sheila Pulcano Russell veröffentlichte Trick wurde bis heute von mehreren hunderttausend Menschen über den gesamten Erdball geliked, kommentiert und selbstverständlich geteilt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.